Hallo und schön, dass du dabei bist bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine DM-Haul-Review von mir. Und ja, ich sage immer DM-Haul-Review, da die meisten Produkte einfach aus dem DM sind, beziehungsweise man in der Drogerie bekommt. Bis auf, ich glaube, ein Produkt ist heute dabei, das ihr nicht bei DM bekommt. Ich würde sagen, ich beginne gleich mit dem Produkt. Und zwar ist das von Benefit, dieser Long-Lasting Make-up Setting Spray. Also ich habe den jetzt ausgiebig getestet. Ich würde auch sagen, da ist jetzt nur mehr die Hälfte drinnen. Und ja, ich finde, man braucht schon ziemlich viel von dem Produkt. Für den Preis muss man sich das gut überlegen. Aber ich finde, der ist auch richtig gut. Ich mag den, oder beziehungsweise das Setting Spray von Urban Decay sehr, sehr gerne. Ich kaufe das aber auch wirklich nur, wenn es gerade vergünstigt ist, da es ja vom Preis her auch ziemlich stolz ist. Ja, aber gut, das ist auch wirklich richtig gut, aber ich finde, das kann auch ganz gut mithalten. Ja, ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, dass es kein Flop-Produkt ist, aber ganz ehrlich, der Preis, ja, muss dann eh jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe halt das Gefühl gehabt, dass mit dem Produkt das Make-up wirklich den ganzen Tag gehalten hat. Was mir immer ein bisschen wichtig ist, dass diese Sprays der Haut noch so ein bisschen Feuchtigkeit geben, so ein bisschen die Puderprodukte aus dem Gesicht nehmen, ein bisschen Glow, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich war mit dem, wie gesagt, ganz zufrieden. Dann kommen wir zu den restlichen Produkten aus der Drogerie, aus dem DM. Und zwar habe ich einige Produkte aus den Adventskalendern getestet, und zwar Maybelline Essence Trend It Up. Ich habe hier gleich ein Produkt von Essence, und zwar ist das Fix and Last Makeup Gripping Jelly Primer, Hydrating und Refreshing. Und ihr könnt wahrscheinlich auch sehen, dass das schon, die Hälfte, würde ich sagen, mehr als die Hälfte weggekommen ist. Und ich finde das Produkt richtig, richtig gut. Aber, jetzt kommt das Aber, mir wäre es zu wenig Feuchtigkeit und Pflege, obwohl ich sagen muss, dass das vielleicht ein perfektes Produkt ist für den Sommer. Jetzt zur kalten Jahreszeit ist es bei mir wirklich ganz extrem mit trockener Haut und ich brauche sehr, sehr, sehr viel Pflege und Feuchtigkeit. Da reicht mir das nicht aus, obwohl ich das echt richtig, richtig toll finde. Das zieht nämlich sehr, sehr schnell ein, hinterlässt kein extrem klebriges Gefühl. Man braucht schon 4 Pumpstöße, würde ich sagen, zumindest ich brauche die. Und wie gesagt, ich muss halt dann meine ganz normale Hautpflege noch drunter auftragen. Ja. Vielleicht wäre es für den Sommer ausreichend, nur als Primer. Und wie gesagt, es spendet wirklich toll Feuchtigkeit. Es ist so eine gelige Konsistenz. Ich kann die auch euch gerne mal so auftragen. Sehr, sehr, sehr flüssig und angenehm. Also ein richtig, richtig gern verwendetes Produkt von mir. Ich verwende es auch jetzt noch immer. Ich habe das schon sehr, sehr, sehr lange in Verwendung. Klar, bei der Hälfte, was weggegangen ist. Und wenn ich nicht noch weiteren Primer zum Testen vor mir hätte, würde ich den auch jetzt weiter verwenden. Aber vielleicht hebe ich mir den wirklich für den Sommer auf. Ich würde mir den sogar nochmal nachkaufen, so gut finde ich den. Hier steht auch drauf, dass er Hydrating verspricht, das tut er auch. Es sind 29 Milliliter hier drinnen, ist silikonfrei und auch ohne Alkohol. Was ich aber immer gerne habe, ist, wenn ein Primer auch einen Lichtschutzfaktor oder Sonnenschutzfaktor mit dabei hat. Und wenn es nur 15-20 ist, ist es schon besser als gar nichts. Das fehlt hier natürlich auch noch ein bisschen, denn auch im Winter sollte man auf jeden Fall Lichtschutzfaktor verwenden, auch wenn die Sonne nicht da ist. Ja, also falls ihr feuchtigkeitsspendenden Primer sucht, den kann ich euch wirklich empfehlen. Weiter geht's mit Maybelline. Ich habe hier diese Mascara hier getestet. Und zwar ist das der Colossal Go Extreme. Sie ist eigentlich ganz gut. Sie trennt die Wimpern wirklich richtig schön.
Was mich immer so bei diesen dicken Mascara-Bürstchen stört, ist, dass man sie für den unteren Wimpernkranz, also für die unteren Wimpern, nur sehr, sehr, sehr schwer auftragen kann. Man kleckert überall herum. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja, natürlich, man kann dann eine andere Mascara verwenden. Ich weiß nicht, ob ihr da Fan davon seid, 2, 3 verschiedene Mascaren zu verwenden. Aber im Großen und Ganzen fand ich sie gut. Sie trennt die Wimpern schön, sie gibt Volumen. Ich habe sie auch heute drauf. Ich habe sie jetzt nicht so lange getestet, da ich noch eine andere Mascara getestet habe. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich fand sie gut, würde sie mir aber nicht nachkaufen. Und gibt echt wirklich schönes Volumen und trennt die Wimpern auch richtig gut. Also im Endeffekt sehr, sehr, sehr ähnlich wie die hier. Bis auf das, dass das hier ein Gummibürstchen ist. Und ich finde, also ich persönlich tue mir mit Gummibürstchen immer ein bisschen leichter. Aber auch hier habe ich das Problem, dass die Mascara, dass das Bürstchen ziemlich dick ist und auch nicht so gut geeignet ist für die unteren Wimpern. Die wird auf jeden Fall nachgekauft, schätze ich mal. Für den Preis kann man da wirklich nicht viel falsch machen. Werde ich auf jeden Fall auch weiterverwenden. Dann habe ich das Produkt hier verwendet und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, habe ich euch das schon gezeigt? Ich glaube nicht. Das ist von Trend It Up ein Nagel, nicht Nagelöl, sondern eine Nagelhautpflege einfach. Sanftes, feuchtigkeitsspendendes Nagelhautgel. Ein Gel mit dezentem Pflegeduft. Und ja, das Ding hier ist schon ziemlich stark parfümiert. Wenn ihr aber sehr, sehr trockene Nagelhaut habt, finde ich das wirklich nicht schlecht. Das ist zwar jetzt nicht so extrem langanhaltend, dass man sagen kann, man trägt sich das auf und man hat einen ganzen Tag dann gepflegte Nagelhaut, eher nicht, aber so für eine Zeit lang ganz okay und ich verwende das immer gerne, nachdem ich meine Nägel gemacht habe. Und zwar mit Do Nails mache ich das gerne. Und ja, ich verwende eigentlich fast durchwegs nur mehr meine Do Nails, das Dipping Powder, habe ich euch schon des Öfteren gezeigt und erklärt. Aber ich hatte so einen wunderschönen Nagellack im Trend It Up Adventskalender. Die Farbe hat mir so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, die möchte ich einfach mal auftragen. Und zwar spreche ich von der hier. Das ist irgendwie so eine Mischung aus einem Grau-Blau, würde ich sagen. Und die Farbe hat mir auch wirklich richtig gut gefallen. Ist die Nummer 373. Ja, und da habe ich auch gleich das Nagel, also die Nagel Dry Drops getestet von Catrice. Die sollen einfach dazu sein, dass man, also dass der Nagellack danach sehr, sehr schnell trocknet. Also ich trage mir Nagellack auf, verwende dann diese Tropfen und das ist wirklich in 0, nichts trocken. Man kann dann auch gleich bald wieder etwas anfassen, ohne dass man sich wieder alles kaputt macht. Die finde ich echt ziemlich gut. Ich verwende sehr, sehr gerne so Tropfen, wenn ich mir Nagellack auftrage, egal jetzt, ob die von Essence sind oder von Catrice. Ich finde beide richtig gut. Und das hier sind jetzt die Instant Dry Drops mit Vitamin E in 40 Sekunden trocken. Ist auch ein ziemlich neues Produkt, deswegen habe ich es mir auch gekauft und habe gedacht, ich teste das aus. Dann habe ich einen Lip Liner hier von Manhattan. Ich mag die Manhattan Lip Liner wirklich sehr, 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 sehr gerne. Und zwar ist das der Lasting Perfection in der Farbe 45 Epic Burgundy. Ich trage den auch gerade auf meinen Lippen und ich finde ihn wunderschön. Vor allem jetzt zur kalten Jahreszeit finde ich es ein bisschen, mag's ich persönlich lieber, einen etwas dunkleren Lip Liner zu verwenden. Ansonsten verwende ich ja wirklich gerne so diese hellen Nude-Töne, aber der ist hier ein bisschen dunkler. Ich würde sagen, ich trage euch den mal auf meinen Handrücken auf und hat trotzdem einen sehr, sehr, sehr schönen Nude-Ton, aber halt einfach ein bisschen dunkler. Geht schon ein bisschen ins Bräunliche auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, ich mag die Manhattan Lip Liner sehr, sehr gerne. Diesen Lip Liner kann ich euch total empfehlen.
Dann habe ich diesen hier getestet und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe den wirklich einmal aufgetragen. Ich weiß nicht wieso, ich habe früher zur kalten Jahreszeit im Winter schon gerne rote Lippen getragen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle es einfach nicht mehr. Ja, die Farbe sieht auf jeden Fall so aus und finde ich schon extrem hell. Ja, lässt sich aber sehr, sehr gut auftragen, ist von Trended Up der Color Protect Lip Liner in der Farbe 025. Langhaftender, geschmeidiger Präzisions-Lip Liner, hochpigmentiert und wasserfest. Ja, der ist auch so anspitzbar, was ich auch richtig toll finde, denn ich würde den sogar ein bisschen vergleichen mit den Lip Linern von Banana Beauty. Die haben, von der Art her ist das fast dasselbe. Die sind sehr, sehr, sehr pigmentiert, sehr leicht aufzutragen, nicht zu trocken und halten auch lange. Ich muss mal schauen, ob ich diesen, also die Trended Up Lip Liner auch in einer anderen Farbe bekomme. Würde mich echt interessieren, denn wie gesagt, rot trage ich eigentlich fast gar nicht mehr, aber der war im Adventskalender mit dabei und ich habe mir gedacht, ich teste ihn einfach aus. Also richtig tolles Produkt, Farbe nicht unbedingt meines. Die letzten drei Produkte sind auch alle von Trended Up und sind auch alle aus dem Adventskalender von Trended Up. Und zwar habe ich hier einmal die Face Lights Highlighter und Blush Palette von Trended Up. Die gefällt mir vom Design richtig, richtig gut. Und so sehen die Farben hier aus. Und ich bin mit allen Farbtönen total zufrieden. Bei den zwei Highlightern gehe ich meistens immer in beide rein und ist so ein richtiger, sanfter Highlighter, würde ich sagen. Also wenn ihr da so einen Baboom-Highlighter haben möchtet, das ist der nicht. Der ist wirklich sehr, sehr sanft. Und genauso wie der Highlighter Blush. Also dieser Blush hat auch leicht Schimmer mit dabei. Gefällt mir aber auch richtig gut und was mir auch hier sehr gut gefällt, ist, dass es nicht so extrem pigmentiert ist, wo man extrem vorsichtig sein muss beim Auftragen. Ja, ich habe da noch einen Blush getestet und zwar ist das der Powder Blush von Essence. Hier mit diesem süßen Lebkuchenmann, der hier drauf ist. Leider bin ich da mal ein bisschen abgerutscht und habe den ein bisschen demoliert, kann man hier gut sehen, aber trotzdem funktioniert er noch einwandfrei. Ich muss aber sagen, von der Farbe her gefällt mir irgendwie der hier aus der Palette noch besser. Den würde ich mir so auf jeden Fall nicht mehr nachkaufen, da er mir so von der Farbe her nicht so zusagt und er ist auch ein bisschen stärker pigmentiert wie der hier. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein beim Auftragen. Das letzte Produkt, was ich euch noch zeigen möchte, ist ein Lidschatten und zwar ein Mono-Lidschatten. So etwas verwende ich ja eigentlich nicht mehr wirklich, da ich fast nur zu Paletten greife, wo ich eigentlich alle Farben drinnen habe, die ich benötige. Das ist als Standardfarbe, muss irgendein heller Nude-Ton oder Beige oder Hautfarben-Ton sein. Denn bevor ich Lidschatten auftrage, muss ich mein Lid setten und das tue ich immer mit einem hellen Farbton. Und ich muss auch ehrlich sein, in fast jeder Palette sind die hellen Töne fast leer. Deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich jetzt den hier zu Hause habe. Das ist von Trended Up die Nummer 1 Eyeshadow in der Farbbezeichnung 113. Und ja, mit dem starte ich einfach immer, bevor ich mit Lidschatten beginne. Also, wie gesagt, ich verwende so etwas gerne zum Setten und bin jetzt echt richtig happy, dass ich so einen zu Hause habe, da die, ich zeige es euch gerne mal, zum Beispiel, das ist die Cocoa Blend Palette von Zoeva und ihr könnt sehen, dieser weiß oder helle Beige Ton
Wird sehr, sehr, sehr häufig verwendet. Ja, und ein Dunkler muss eigentlich immer auch mit dabei sein, da ich da gerne meinen unteren Wimpernkranz ein bisschen verdichte mit Lidschatten. Ja, und im Endeffekt kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich mit diesen Lidschatten sehr, sehr, sehr happy bin. Ist halt so ein 0815 Basic Lidschatten, aber die braucht man auch. Ja, meine Lieben, das war's mit meiner Review zu den Produkten. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein paar Tipps geben, vielleicht ein paar Entscheidungshilfen beim nächsten Kauf für gewisse Produkte und lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, damit du mich unterstützt. Ich bedanke mich noch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.